Der 21 hat, glaube ich, an. Oder hat mir gerade den miesesten Flick seines Lebens gegeben. Meinst du, das gerade mal, der hat gerade mal kurz Maus 5 angetappt? Keine Ahnung, Alter. Weißt du, ich stehe halt unten in der Ecke und warte. Und er kommt hoch und gibt mir instant den One-Tap. Also so, ich weiß nicht, über 90 Grad auf jeden Fall. Und ich schieße gerade nicht, was ist das? Eifel! Warte kurz, ich muss gucken, wie viel Damage ich den Ball gemacht habe. Ja, ich mach mir eben die Kippern. Hä? Zeig dir nicht an, wow. Okay, bin bereit. Ja, ready. Wenn ich sage, ja. Rassist ist, wenn ich einer Volksgruppe unterstelle, dass sie schlechter oder besser ist als eine andere. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, Chinesen als Deutsche, dann habe ich nichts gegen chinesische Ausländer in Deutschland. Da campt er da schon, der Babbo, ey. Ich bin halt direkt rausgestrayt. So, aber ja, ich auch. Keine Ahnung. Du so John F. Frost, ich behaupte, dass es sowas wie Gene gibt und dass ich sowas weiterbehe. Und ich behaupte, dass es einfach dadurch, dass Menschen mit verschiedenen Veranlagungen untereinander Sex hatten und sich bestimmte Gene rauskristallisiert haben. Bestimmte Eigenschaften von Fälschen. Er hat Sex gesagt! Gespräch beendet. Okay, der ist doch kacke. Als ob, Nico, Mann. Gibt's für einen Instant-Header? Hier. Halt die Glory Hole. Musst du eigentlich umbenennen nochmal, Nico. Verboten und das wird ganz, ganz stark weggepackt und so. Ja gut, dann kennst du den Film Hitler Junge Salomon? Nein, kenne ich nicht. So, falls du den nicht kennst, der Bruder meiner wahren Begebenheit, ja, das ist im Dritten Reich. Und er hat ein Jude sich als Volksdeutscher ausgegeben, ja, weil er dachte so, da bin ich sicher, da kommt keiner drauf. So, und er gab ja auch die Mann, eigentlich sind wir beide nicht kacke. Und da wurde auch gesagt, er sieht aus wie ein Tor. Ah, fuck, Alter. 85 in 3 gegen 100 in 4. Hang shit fest. Halt's Maul, ich will das hören, Mann. Fuck the police coming straight out the underground. The young nigga harassed Kobe Brown. What are you talking about? Es ist aber Zufall, dass viele Juden in hohen Bankpositionen waren, ne? Das ist Zufall. Ja, ich kann sagen, warum. Jo, Dude, dir ist klar, dass Juden kein Volk sind, oder? Ah. Miesen Flick, Brudi! Ich hab gesagt, Juden sind auch gleich gewesen, weil sie im Mittelalter so verhasst waren. Deswegen durften sie keine handwerklichen Güter auf die Kinder nur Kopf wünschen. Deswegen hat das Geld, deswegen wurden sie wieder mehr gehasst. Ich habe letztens einen Ausschnitt aus der Tora gelesen. Nee, nicht aus der Tora, das hat ein Rabbi hat das gesagt, nicht da ein Typ wollte rausfinden, wie das ist, was das Heil bringt. Und da wurde, hat den Jürgen, wie hoher jüdischer Typ hat gesagt, wenn man gut handelt, bringt das Heil. Also die haben das, das ist in deren Religion schon verankert, das ist kaufmännische. Ja, hey, mein Kollege. Eigentlich müsste ich mit Shadowplay aufnehmen, alles, Alter, das wäre so lustig. Was ist daran so schlimm? Gar nichts, aber ich behaupte, es ist stimmt. Ich habe
Alter, wie sagt das? Mies läuft jetzt, Alter. Ich bin da. Aus einem anderen Grund, aber das ist sehr kompliziert. Ja, dann erzähl mir mal den Grund. Komm, erzähl mir mal den Grund. Ich kann sowas wie, ich kann auch an sowas wie eine Weltverschwörung. Das ist so geil, ja, es muss das aufnehmen, Alter. Ja, ich hab eben schon aufgenommen. Kurz, oder? Jetzt 5 Minuten. Sagte die Federal Reserve Bank was? Wie wird das aber nicht verstanden? Sagte die Federal Reserve Bank etwas? Nein. Das ist die größte Bank der Welt. Ah, die. Das geht in diesen New World Order. Ja. Nein, drop! Das ist PD. Ja, ich war. Ich hab auch keine lückenlose Verschwörungstheorie, aber das spielt hier eine große Rolle damit. Wir gehen extra nehmen. Ich hab eine absolute geile, Nazi. So eine Nazi-Kombination, das ist total lustig. Ich glaube, dass da viel Shitluder getrieben wird, die wollen die... Jeder Staat hat Schulden bei denen. Wie gesagt, New World Order, wenn noch was im Petto haben. Ich glaube eben, dass das ist mit den Juden irgendwie zusammen. Oder dass da Juden, dass da Juden drin ist. Ich bin wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich jünger als du. So, und ich verstehe schon den Grund, warum man Juden gar nicht hassen kann. Es ist einfach so, warum sind ja auch nicht die Juden. Ja, das hast du gerade gesagt. Die sind ja dahinter. Die sind ja auch nicht die Juden. Ja, wer denn? Ein bestimmter Teil der Juden. Ah, ein bestimmter Teil der Juden. So, zionistische Teil der Juden. Kannst du aber nicht sagen, dass du zionistisch teilweise veranlagt bist. Ah doch, natürlich. Das ist ja total Schwachsinn. Please. Ist mir alles suspekt. Das war alles suspekt. Du sagst, das ist ja so. Also kannst du mir irgendeinen Beweis sagen? Irgendeine Begründung, so, die du handfest, die wasserdicht ist. Irgendwas. Dass Juden nur untereinander heiraten. Genau, kannst du mir eine Begründung sagen? Juden zum Beispiel. Ja, die Juden? Ja. Wenn deine Mutter jüdisch ist, dann egal ob dein Vater Moslem, Christ, Nein, eben nicht. Aber hallo. Wo hast du das her, dass das nicht stimmt? Hey guys, nicht deine Weil Mutter. Du hast es gerade selber gesagt, ein Volk hat seine eigene Kultur. So, wo leben denn Juden? Israel. Warum leben sie in Israel? Warum leben sie in Israel? Hey, aber guys. Hier sie dahin verfrachtet. Hey guys. Ja, mit welcher Begründung denn? Nicht deine Mutter, okay? Nix. Weil es ein Sündenbock ist. Nix deine Mutter. Nicht gut. Weißt du? Oder nicht? Also, du versuchst dich irgendwie auf irgendeiner Art und Weise zu artikulieren, dass du irgendwie was behauptest, was du gar nicht bestätigen kannst. Du kannst es nicht bestätigen. Das ist genauso. Natürlich. Ja, okay, warte. Es ist genauso, wie du gesagt hast. Juden haben aufgepasst, dass Juden heiraten. Genauso wie die Moslems. Ja, gut. Dass Kinder mit Moslems verheiraten. Ja, und was ist daran denn so schlimm? Du hast ich sag doch gar nicht, dass das Schlimmste Spaß. Die hören mir doch zu. Ja, warum? Aber es ist so, ich sag aber, dass es so ist, aber ich sag, dass es so ist. Ja, okay, pass auf, du bist antisemitistisch und rassistisch veranlagt. Was willst du denn machen? Ich will meine Kinder mit, ich will selbst in Deutschland ran. Ja, so, wo ist dein Problem? Oh, okay. Also, wie gesagt, grundsätzlich ist das auch nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, dass man probiert, seine Kultur zu erhalten, indem man seine Kinder derselben Kultur erhalten lässt. Da habe ich nie was gegen gesagt. Nein, Flora. Ich habe was gegen die Kultur der Juden gesagt. Schon gesagt, dass alles ich habe was gegen die Kultur der Juden gesagt.
Ja, aber was denn für eine Kultur? Aber der jüdische Kreis ist ja klein. Natürlich gibt es jüdische Kultur. Ja, aber was hast du denn dagegen? Erklär's mir doch mal. Hey, hast du diese Kultur schon mal kennengelernt? Nix so. Hast du sie schon mal kennengelernt? Nein, persönlich noch nicht. Ja, also... Es ist Antipathie, wie du gerade... Ja, aber... Du musst auch glauben kennenlernen, bevor du ihn beurteilst. Nein, ich kann auch Gott nicht erklären. Nein, kannst du nicht. Wait, what is around? Es ist genauso, wie du glaube ich an ihn. Ja, hä, Moment, du glaubst an Gott und bist rassistisch veranlagt. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, gibt es. Ja, aber steht nicht in der Bibel. Liebe deinen Nächsten. Ich hab's nicht gelesen. Liebe deinen Nächsten. Ah, das war ursprünglich auf Juden bezogen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch alles so. Die Gesetze sind... Nein. Die Gesetze, die 10 Gebote, die Moses empfangen hat. Die Moses empfangen hat, war auf die Juden bezogen. Nein, war es nicht. Doch. Das ist anders, interpretiert wird es was anderes. Ja, komisch, aber liebe deinen Nächsten hat auch Jesus gesagt, denn Jesus war Christ. Jesus war. Ja, Jesus war Jude, ja, was wurde er danach? Christ. Ja. So, noch irgendwas. So, das ist ich genauso. Ich glaube an Gott und ich bin Rassist. Ja, ich kann noch sagen, der ist dümmer als ich und trotzdem nett zu ihm sein, oder? Nee, das ist genauso, als wenn du sagen würdest, ich bin Neonazi und Punker. Die Sachen passen nicht zueinander. Neonazi und Punker. Die Sachen passen nicht zueinander. Kurze Frage. Da musst du mal Punker für mich definieren, bitte. Links, ganz kurz, links und rechts schließen sich in unserem politischen System nicht aus. Boah, Alter, ist das eine Konversation auf allerhöchsten Niveau. Das ist der Hammer. Ja, aber es gibt jetzt schon wieder einen Unterschied zwischen nationalen Nationalismus und Rassismus. Und Globalsozialismus. Oder was? Links und rechts. Ein Punker ist vielmehr Anti-Regime. Anti-Regime. Dementsprechend hast du durchaus echt, weil ein Nazi oder ein Neonazi will ein starkes Regime. Oder eine starke Führung, einen starken Staat. Und ein Punker will das nicht. Echt? Oh Gott, ey, das. Oh Mann. Now is the time. Du Scheiße, die Map kann ich nicht. So, aber du hast ja, ich hab dich ja gerade danach gefragt, wie du überhaupt diesen Glauben nicht respektieren kannst, obwohl du ihn gar nicht kennst, ne? Das ist ja genauso. Ich gedacht, dass du da bist. Das ist genauso, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich kenne dich nicht, ich finde aber, du bist voll hässlich, du bist der größte Hurensohn der Welt. Ah, stimmt nicht ganz. Das ist eher ja, so. Doch, ich kann dich nicht beurteilen. Ja, ich sag dir den feinen Unterschied. Das ist so, als würde ich sagen, ich kenne euch nicht, aber ich glaube, viele von euch sind hässliche Spasten und Hurensöhne. Ah, danke gleichfalls. Oder ein paar, oder einige. Mann, so ein Timelock. Oder wie auch immer man das eingrenzen will, aber... Das ergibt trotzdem keinen Sinn, das ist wieder genau dasselbe. Es ist ja egal, ob du sagst, du oder ihr. Nein, es ist ein Unterschied. Move it. Nee. Der war auf Kopf. Kannst du nicht erzählen. Danke. Ganz kurz, wenn du eine Person zu dir ins Haus einlädst, ja? Dann glaubst du nicht, dass die was von dir klaut, oder? So, wie bitte? Wenn du eine Person in dein Haus einlädst, dann glaubst du nicht, dass die was glaubt. Du glaubst, dass die Chance, dass die was glaubt, sehr niedrig ist, oder? Nein! Richtig. So, und jetzt lädst du 100 Leute in dein Haus ein, dann glaubst du doch, dass die Chance, dass jemand was klaut, sehr viel höher ist, oder? Ja, glaubst du. Aber natürlich. Du willst es nur nicht zugeben, weil du dann zugeben müsstest, dass ich recht habe. Ich kenne die Leute ja nicht. Ich kann sie ja nicht beurteilen. Aber du kannst nicht jeden Einzelnen kennen. Wer sagt das? Ja. Du kannst nicht. Das ist gerade war die Sprache noch von 100. Also 100 auf 7 Milliarden, also das ist mir jetzt ein Rätsel. Aber es ist doch. Es ist doch total.
total. Die Chance ist sehr viel höher, die Chance ist sehr viel höher, dass jemand was klaut, wenn du 100 Menschen in dein Haus einlädst. Ja, das kannst du aber schon wieder nicht vergleichen. Wie willst du mir das denn jetzt vergleichen? Jetzt atmen wir wieder in mathematische Berechnung aus. Wie kann man Menschen hassen? Wie kann man ein anderes Volk hassen? Nee, ich hasse keine Menschen, Ich hasse ein komplettes Volk. Ich hasse die Chancen, die höher sind bei verschiedenen Völkern. Ja, aber das, das Klischee, dass Polen klauen, ist doch nicht aufgetreten, weil ganz viele schenken, sondern weil anscheinend viele oder einige mehr als von Deutschen zum Beispiel Polen geklaut haben. Das nur mal zum Beispiel. Dann erklär mir mal, wieso, wieso Deutschen als Nazis bezeichnet werden, obwohl Hitler weil die Tendenz anscheinend sehr viel höher in Deutschland war mit den Deutschen das Ganze das durchgezogen und nicht mit den Deutschen. Wobei am Ende auch. Aber weil er auch wollte. Aber es ist doch eigentlich egal, weil Österreich und Deutschland sind doch zusammen. Scheiße. Ja, sind sie auch. Ja, aber warum hat das dann so lange gedauert? Und wieso hat er dann nicht Österreich genommen anstatt Deutschland? Verstehe ich. Weil, weil Deutschland sehr viel mächtiger war als Deutschland. Ja, welchen Entschuldigung, ich hab dich nicht verstanden wegen dem Schuss. Warte, welchen Glauben hatte denn Hitler? Einen heidnischen Glauben. Ich liebe Hitler. Wie bitte? Der war Heide, also der war Heide, der hat ziemlich altgermanisch geglaubt. Nee, der war kein Christ. Hitler ist mein Vater. So, ja, das ist gut bewirkt. Ja. Das stimmt aber nicht. Doch, denn, stimmt. Nein, Hitler war sogar Christ, weil er war sogar katholisch. Nein, doch, er hat nur, das ist genau wie Deutschland. Angst. Den hat ihn einfach nur, die Wikinger haben ihn einfach bis dann nicht geführt. Da wette ich alles drauf. Nein, er war kein Katholik, er hat sich mit der Kirche überworfen. Ja, es gibt aber immer noch, ganz kurz, ich erkläre dir auch warum. Du hast selbst, wir haben selbst gerade beide zugestimmt, Jesus Christ war ein Jude. Ja. Und das konnte Hitler natürlich nicht mit sich vereinbaren. Und deswegen, und die katholische Kirche hat aber natürlich, oder die evangelische, also die Christen haben natürlich an Jesus Christ geglaubt und das nicht miteinander vereinbaren. Und deswegen haben sie sich überworfen. Die haben einen sehr altgermanischen, heidnischen Glauben praktiziert. Ja, okay, dann, wenn du dich ja so ein bisschen auskennst. Ein bisschen. Es gibt doch in der Ukraine oder noch Polen, glaube ich, gibt's doch einen Wald gibt's da. So. Was wurde in diesem Wald praktiziert? Nix, nein, du Scheiße. Wahrscheinlich irgendeine Heidenkacke. Ja, die haben versucht, altgermanische Tiere zu kreuzen wieder. Also durch Kreuzigungen. Germanische Tiere zu erschaffen. Gemacht, weil er ihn dieser Glauben fasziniert hat. Was aber? Er war kein Christ. Ja, aber was soll er dann gewesen sein? Jude? Nein, der war Hitlerismus oder wie auch immer man. Keine Ahnung, der hatte seinen eigenen Glauben. In der Biografie von Heinrich Himmler oder in dem Buch, über den habe ich das gelesen, dass sie ihre eigenen Opfersachen auch hatten und so. Wie heißt das Buch denn? Oh, keine Ahnung, das habe ich nicht gemerkt. Nein, ich finde das nicht mehr, dass man zu Hause rumliegt. Ich habe das Buch Mein Kampf schon gelesen. Hab ich das so gelesen? Ja, in Österreich. Schick. In Österreich. Ja. Hab ich nicht gelesen. Kannst du das so anstellen? Muss ich mir mal zulesen. Ist günstig. The Fake Flash. So. Nice. Aber dann, jetzt. Vergleicht sich ja teilweise die ganze Zeit so mit Hitler. Ich vergleiche mich mit Hitler. Ja, du bist Antisemitismus. Ja, aber nie im Vergleich zu Hitler. Nie im Vergleich zu Hitler. Wo ist dein Unterschied zwischen? Nur weil ich sage, dass ich Bonbons mag, genauso wie Kim Jong-un, vergleiche ich mich doch nicht mit ihm. Danke, ich sag vielleicht, wir teilen einige Eigenschaften, auch wenn ich das nicht so gesagt habe. Aber du hast immer noch einen Hass gegen ein Volk, was du nicht kennengelernt hast, oder weißt, also du nicht kennst. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut.
Das ist genauso, wenn du zu jedem Muslim sagst, hey, ohne Spaß, ihr seid doch Terroristen. Nein. Doch, ist es. Nein, das ist so wie wenn, es gibt einen erstaunlich hohen Anteil an Terroristen in eurer Religionsgruppe. Nein. Ist das genau so? Nein, der IS und Muslimtum unterscheiden sich. Das. Komisch, dass alle demselben Glauben angehören, gell? Nee, gehört's eben nicht. Warum bomben die dann Türkei zu? Weil sie denselben Glauben haben, das, oder was? Das ergibt doch keinen Sinn. Keine Ahnung, was in den Köpfen von der IS vorgeht, aber beide berufen sich auf den Islam. Sowohl die Islam, die Muslime. Ja, warte mal. Sie berufen sich auf dieselbe heilige Schrift, aber legen sie anders aus. Aber sie differenzieren sich nicht voneinander. Aber sie differenzieren sich nicht voneinander. Naja, aber die haben eine andere Auslegung vom Koran ist das, oder? No, Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, weil ich geschossen habe. Nee, die haben ja dieselbe heilige Schrift, aber legen die anders aus. So, zum Beispiel. Aber sie differenzieren sich nicht genau voneinander. Du kannst ist, nicht. Ist nein, 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 nein. Es gibt mir den Unterschied oder Muslimtum. Nice. Oder Nasha. Nee, nein, das ist beides Islam. Das ist fertig. Let's go have some fun. Nee, eben nicht. Doch. So, pass auf. Es steht im Koran, das habe ich auch gelesen, das hat mir so ein, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, so ein muslimischer Priester hat mir das übersetzt auf Deutsch. Im Koran steht, ein muslimischer Priester. Wenn du selbst eine Fliege tötest, eine Fliege grundlos tötest, dass du dann nicht ins Paradies kommst. So, und es steht drin im, ich weiß nicht, wie es heißt, in der IS-Schrift, sage ich jetzt einfach mal, steht drin, du sollst töten, was nicht zu deiner Religion gehört. Ja, das steht auch im Koran. Ja, wo denn? Sie auf die zeig es mir. Zeig mir deine Fliegenscheiße. Der Typ. Ja, kann ich gerne machen, ich such dir gerne gleich den Link raus. Ja. Moment. Es gibt auch im Koran Stellen, wo Muslime ihre Religion verleugnen dürfen und so, wenn ihr Leben davon abhängt und so Sachen. Innovation ist so geil, vielleicht ist es aufgenommen, das musst du mal anhören. Das ist das Shit, Alter. Aber solange sich der Islam, der hier in die führen gerade eine richtig lustige Konversation, Alter. Ich denke mir nur, ich bin noch im Kopf. Differenziert, was im Nahen Osten, in Arabien. Nee, die irgendwie über so. Das ein so ein Dude heißt, der heißt Adolf Hitler, ne? Die brauchen einen Reformator, wie die Christen Luther hatten zum Beispiel. Ja, gut noch. Ich kann mich gar nicht aufs Zocken konzentrieren, Alter. Frag mich, wenn es so jemanden geben würde, wie viele sie da mitmachen würden. MB, stop! Lauf auch noch rein! Wait, are all Germans as good as CSGO as all of you? Wait, some of you are fucking insane. Shot. Close one. Oh man. Hitboxen auf dem Football. Huggy tap. Got to tap, boy. Bundestagswahl wäre, was würdest du wählen? Nein, würdest du den Parteien, die Wahl gewinnen, helfen? Ja. Das ist auch eine Einstellung. Ja, ich darf nicht mal wählen. Wenn. Ich bin nicht für die Politik. Aber das ist deine Bürgerpflicht. Oder, warte mal, eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen der NSDAP und der AfD? Der Faschismus. Zumindest mal das schöne Blau. Aber du kannst ja
vergleichen, wie du gerade gesagt hast, mit dem IS und dem Muslim. Es ist doch beides dasselbe. Oh Gott, Alter. Hat ja auch jemand sich auf die Fahne geschrieben, wir sind eine... Ach, du hast so auf den IS gewonnen, ...sozialistische Arbeiterpartei. Hab ich das jetzt noch nicht gelesen, den Slow. Was hat denn der IS und der Muslimtum gemacht? Und beide sagen, wir berufen uns auf den Koran. Wir sind Muslime. Ich kann mich absolut aufs Zock konzentrieren, wenn die da so... Wir so am Diskutieren sind. Das ist halt so lustig. Könnt kotzen. Das ist halt so lustig. Let's go, everyone. Volkspartei. Lock and load. Ja, das kannst du aber teilweise nicht vergleichen. Das kannst also, du aber teilweise nicht kannst vergleichen. Kannst du nochmal ganz kurz wiederholen, was du gerade mit der Flagge gesagt hast? Mit der Flagge? Ja, du hast gerade irgendwas, oder mit der Fahne, du hast gerade irgendwas gesagt. Schreibt sich auf die Fahne. Achso, genau. Ist also, ihr Slogan. Also die AfD würde das niemals auf ihre Flagge zurückschreiben. Ja. Okay. Gehe ich mal stark davon aus, weil sie sich ziemlich unbeliebt damit machen würden. Ja, aber stell dir vor, es gibt eine Flagge für ein Muslimtum. Die würden sich da auch niemals draufschreiben, IS, oder? Ja, aber wir würden sich draufschreiben, wir sind der Islam, wir sind Muslime. Ja, der Unterschied und der, ist... Und die AfD würde sich nicht draufschreiben, wir sind eine nationalsozialistische Arbeiterpartei. Das wäre aber genauso, wenn du vergleichen würdest, jetzt egal ob katholisch, evangelisch, mit einem strengen gläubigen Christentum. Ja, nur dass im Christentum es nicht so viele Selbstmordattentäter gibt. Das Klischee existiert doch, dass Pfarrer Kinder ficken, oder nicht? Das ist voll Quatsch, das ist nicht das Christentum. Da müsstest aber du man sagt trotzdem christliche Pfarrer ficken Kinder. Und jeder macht Witze drüber. Und da ist es okay, und jeder macht Witze. Ich find's ja okay. Man darf ja auch Witze. Ja, aber jetzt mal so eine Frage. Wenn es auch Christen machen, so, warum denkst du dir bei den Christen, ja, okay, warum denkst du dir denn zum Beispiel, wenn die sich da wegbomben oder wenn Juden irgendwie angeblich eine, ja, die New Order machen, warum juckt dich das dann auf einmal? Das würde mich jetzt mal interessieren. Es ist doch, du hast gesagt, du bist ein bisschen rassistisch veranlagt. Wieso interessiert dich denn das nicht, was in deinem eigenen Land herrscht? Warum interessiert dich das nicht? Warum interessiert dich das zum Beispiel? So, das ist das, hast lustig. Ich lache auch, über Witze über den Islam, so ist es nicht. Oder über das Judentum, da lache ich am lautesten, muss ich zugeben. Aber hauptsächlich lache ich über gute Witze. Nee, natürlich, aber da ist das, da gehen die nicht hin und die Pfarrer gehen nicht hin und köpfen Menschen vor laufender Kamera und gucken ihren eigenen Staat, indem das andere machen. Die Zahl ist nicht so groß. Ja, du hast es doch gerade gesagt, sie gründen ihren eigenen Staat. Wie kann man die ganze Zeit so durchgehend reden? Aber es ist immer noch dieselbe Religion. Religion ist ja staatsunabhängig. Nee, es ist aber natürlich. Ein bisschen. Nee. Aber natürlich. Du, pass auf. Du hast doch gerade gesagt, es ist beides derselbe Glauben, nur sie drücken jetzt anders aus, richtig? Sie interpretieren. Genau, pass auf. Dann ist es genauso wie katholisch und evangelisch. Ja, und die sind ja auch klar voneinander differenziert, katholisch und evangelisch. Ja, so. Ja, aber bei der ES ich sag ja, dass der Islam, ich hab nichts dagegen, wenn jetzt irgendein Typ kommt und sagt, hier, wir machen jetzt den neoliberalen Islam und die ganzen Leute in Deutschland und in der Türkei und was weiß ich, wo alle, die dazugehören wollen eben, ist mir auch so, die sagen ja, wir machen hier den Glauben, was du sagst. Das finde ich auch gut, aber die Differenzierung fehlt. Und damit wenn die sich mal genauso Menschen, um Arbeit kümmern würden, wie diese Diskussion von diesem Scheiß, oder? Ja, Welt leben wollen, die müssen sich eben klar von dem differenzieren, was andere aus ihrer Religion machen, meiner Meinung nach. Weil das eben sehr, sehr mittelalterlich interpretiert werden kann. Ja, aber du diskutierst ja nicht so rege mit. Anders als zum Beispiel das Christentum, was das im 15. Jahrhundert wohlgemerkt schon gemacht hat. Warte, Moment. Wir hatten ja gerade das Thema, ne, dass da beim IS irgendwelche Priester da die Leute abschlachten, bla bla bla, ne? Ja. Sie kommt erst mal Brett rein. Das war dann im Mittelalter bei den Christen. Ja, da war es genau. Oh nein, das ist Zustand genau, nicht Brain. Ja, durchaus. Und das kann ich auch nicht gutheißen. Ja, siehst du. Wobei, außer diese verdammten Hexen, die waren echt schlimm. Kleiner Witz. All diese verdammten.
komplex. Das kann ich auch nicht gutheißen, genauso wie ich die Kreuzzüge nicht gutheiße. Aber das ist nicht mehr das Christentum im 21. Jahrhundert. Aber das Problem ist, der Islam ist noch. Kreuzzüge sind doch auch Christen. Aber natürlich. Aber kann ich nicht gutheißen. Kritisiere ich. Aber das ist nicht das 21. Jahrhundert, sondern das, keine Ahnung, wenn ich stattgefunden habe. 16. Ja, genau. Aber dann kannst du ja auch nicht, dann kannst du zum Beispiel auch nicht den Muslimentum und den Islam vergleichen. Muslimentum und dem Islam. Wir sind das Muslimentum, dann wäre es ja schön, aber die sagen, wir sind der Islam. Alle sagen, wir sind der Islam. Ja, genau, pass auf. Aber jetzt angenommen. Keiner sagt mehr, die Leute, die das Christentum gemacht haben, wir sind das Christentum. Das Christentum sind wir nicht mehr, schon lange nicht mehr. Wir sind im 21. Jahrhundert. Diese, moderner geworden. Diese Diskussionen sind so köstlich, oder? Die sind immer noch da, wo wir vor 400 Jahren waren. Das sieht man daran, dass die heute noch Menschen so töten. Und auf Kreuzzüge in Anführungszeichen gehen. Das machen die heute noch, was wir vor 400 Jahren gemacht haben. Daran sieht man doch, wird deutlich. Ich hab gedacht, ich wäre da sicher. Nur mittlerweile, die haben halt AKs, weil wir so gezeigt haben. Also warte, du hast gerade eben gesagt, wir sind ja auch nicht mehr der Christentum, also so wie wir früher waren, ne? Genau, wir sind nicht das Christentum, was wir vor 400 Jahren waren. Jetzt vergleich das mit dem Muslimentum. Ja, in 400 Jahren, wenn die sich so verändern würden. Was gab's denn vor, ja, sagen wir, vor gut 400 Jahren war das. Was gab es? Wo hat sich denn der Christentum unterschieden? Das Christentum von damals, so meinst du? Ja, vor 400 Jahren. Da gab es sowas wie die Religionskriege bei uns, da gab es sowas wie die Reformation bei uns. Ja, und da gibt es sowas wie einen funktionierenden Staatsapparat. Was gibt's denn heute? Christen haben wir geboren. Nee, pass auf. Vor 400 Jahren gab es ja immer die katholische Kirche und die protestantische. Und die protestantische Kirche hat einen Völkerkrieg ausgelöst in Deutschland. Ja, so, was passiert denn jetzt in den ganzen islamischen Ländern? Ja, das passiert jetzt. Das heißt aber nicht, dass ich es jetzt gutheiße. Hätte ich damals, als das ausgebrochen ist, in Arabien gelebt und wäre damals so weit gewesen wie wir heute, dann hätte ich auch gesagt, Alter, was sind das für Spastis, die Dreckschristen. Aber ja, funktioniert das heute nun mal nicht mehr. Aber wieso reagieren denn alle so auf dem IS so allergisch? Weil alle sich hundertprozentig sicher sind, dass es totaler Blödsinn ist. Wieso ist denn damals so dieser Völkermord ausgebrochen? Weil denen alle klar wurden, dass der katholische Glauben, der katholische Christenglauben, dass es total Schwachsinn ist. Ja, zumindest so wie er praktiziert wurde. Zumindest so wie er praktiziert wurde. Ja, mit dir. Das ist totaler Schwachsinn. Wenn nur einer sagt, zum Beispiel hat eine Waffe in der Hand und chillt mit der Waffe auf und sagen kann, so, du glaubst jetzt da und da, sonst knall ich dich ab. So, was kann ich denn machen? Ja, da gibt es zwei Optionen, Schwanz einziehen oder Mann zeigen, ne? Und ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube. Und locker, ich würde schon stark glauben, 80% der Leute würden schon sagen, ich glaube daran und daran. Also die würden sich beugen, meinst du? Ja. Das würdest du genauso machen. Du würdest es genauso machen. Glaub ich. Mich persönlich. Gut genug. Ja, pass auf. Ja, genau. Ich kann doch glauben daran. Hast du von selber gesagt. Natürlich kannst du daran glauben, ja, aber genau. Ich glaube, du hast Unrecht. Und das ist eine klassische Meinungsverschiedenheit. Keiner von uns beiden kann das widerlegen. Ja, genau. Aber jetzt sagen wir das ist genau mal, das gleiche wie du kannst genauso gut sagen jetzt, yo, okay, ich würde es nicht machen, ne, weil ich zu meinem Glauben, zu meinem Volk stehe, wie auch immer. So. Sagen kann man ja viel. Das ist angenommen, du hast Höhenangst. Kein Problem, ich gehe da hoch, was auf einmal. Meine Güte, endlich geht rein. Du kannst es ja nicht vergleichen. In dem Moment habe ich sicher auch Angst davor, dass sie mich töten, aber es ist scheißegal, wenn ich Höhenangst habe und da trotzdem hochgehe, dann habe ich meinen Mann gestanden, dann habe ich Mut bewiesen, habe ich meine Angst überwunden. Wenn du deinen Mut bewiesen hast, dann dafür kapierst, was hast du denn danach davon? Leben nach dem Tod vielleicht? Ah, daran glaubst du. Daran glaube ich. Ja, aber, ein gutes Gewissen habe ich. Also, wenn du ja, Christ bist und auch daran glaubst. Also, du glaubst alles, was in der Bibel steht. Also, alles, was in der Bibel steht. Aber dann Christentum. Dann zweifelst du ja an Gott. Nein. Ich habe schon meine eigenen Vorstellungen. Aber ich finde die Vorstellung vom Christentum sehr schön.
Ja, wenn du aber die eigene. Also, du glaubst noch quasi, für dich gibt es noch einen anderen Gott, den du selber vorstellst. Ich ändere das ein bisschen ab. Ja, so, aber du darfst ja. In der Bibel steht zum Beispiel, du darfst kein eigenes Gottesbild machen. Du darfst ja nicht dein eigenes Gott. Aber wie gesagt, ich glaube ja nicht an die Bibel. Aber wie heißt denn für dich deine Religion? Die heißt ja Niklasismus, wenn du sie so nennen willst. Ja, super. Meine Religion hat keinen Namen. Ist ja so, also muss ich nur noch du hast deine eigene Religion. Versuchst die Leute davon zu überzeugen. Nein. Ja, doch, was tust du denn jetzt gerade? Versuchst du mir doch irgendwie klar zu stellen. Versuchst du Menschen von meiner weltlichen Meinung zu überzeugen. Aber du versuchst doch das mal zu erzählen, wie dein Glauben aussieht. Meine weltlichen Ansichten haben nicht unbedingt was mit meiner Religion zu tun. Beziehungsweise doch. Aber nee, doch rein. Aber ich will dir nicht, das ist nicht meine Religion, das ist nicht meine Religion. In meiner imaginären heiligen Schrift steht nicht drin, du sollst Juden sein oder so Scheiß. Ja, also, aber du machst ja schon, du denkst du selber, so ich weiß nicht, was in der Bibel steht, also, denke ich mir das so meinen eigenen Kram. So, ja, also denke ich so, ja. Christentum klingt nicht, ein paar Sachen würde ich halt ändern, weil es mir nicht passt. Genau. Was hat denn der ES gemacht? Ist genau dasselbe. Die haben gedacht, du musst voll scheiße, von den Menschen töten, was weiß ich nicht. Wir können dann bekommen unseren eigenen Glauben und sagen, wir dürfen Menschen töten. Ja, aber die berufen sich auf das gleiche Buch. Im Namen Gottes. Ja, aber die berufen sich auf das gleiche Buch wie die Leute, die eben keine Menschen töten, sondern hier in Deutschland leben zum Beispiel. Ja, aber du hast und das mache ich nicht. Und ich sage, ich glaube nicht an die Bibel. Also du hast vor 20 Sekunden auch gesagt, du glaubst nicht alles, was in der Bibel steht. Ja, natürlich glaube ich zum Teil in der Bibel, aber das sagt der IS ja nicht. Nein, pauschal müsste ich sagen, ich glaube nicht an die Bibel. Wenn du nicht an die Bibel glaubst, dann glaubst du auch nicht an Gott. Wenn ich an Gott glaube, ist es ein Christentum. Ja, nee, definier mal Gott. So, also, und ich könnte viel von dem, was in der Bibel steht, in meine heilige Schrift abschreiben. Aber ich glaube nicht an die Bibel. Da machst du deinen eigenen Glauben. Ja, mach ich. Machst du den eigenen Glauben? Mein eigener Prophet und mein eigener Heiland. Genau, dann verleugnet du Gott und dann kommst du auch nicht so, wie du vorhin gesagt hast, nach dem das Leben nach dem Tod. Weil es ist für dich, nein, es gibt es nicht. Du vergleichst es gerade wie mit dem IS, das verstehst du gerade nicht. Nein. Doch, du bist genau. Nein, ich komme in meinen eigenen Himmel. Genau. Das kannst du ja genau sagen. Ja, wisst ihr was? Ich töte mich einfach selber, ich komme ja eh ins Paradies, also juckt mich ja eh nicht. Wenn ich persönlich glauben würde, dass ich durch Selbstmord in den Himmel komme, dann würde ich mich selbst töten, ja. Oh, aber ich hab's gewonnen. Nicht, und deswegen mache ich es nicht. Du kannst nicht gedacht, dass ich so lange in Dingens 1 war. Ich habe meine eigene Religion, ich bin mein eigener Prophet, warum? Awesome Diskussion. Ich bin so amazed dadurch, wa? Schade. Boah, ich bin richtig amazed. Was ist das denn? Und wir spielen jetzt noch ein paar Runden. Warum sollte nur das richtig sein, was Jesus Christus gesagt hat? Oder was Mohammed gesagt hat? Oder was der Hindu Buddha gesagt hat? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Warum sollte die Glocke richtig sein, die der Buddha gesagt hat? Oder die Mohammed sich ausgedacht hat? Oder die Jesus Christus sich ausgedacht hat? Das weiß ich ja nicht. Und ich sag eben, ich glaube an das, was ich mir ausdenke. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe meine Meinung. Ja. Klassische Meinungsverschiedenheit. Ja, und ich werde jetzt hier Voice Enable 0 machen, weil ich jetzt eben mit so einem Grill reden muss. Also wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Muss sagen, was du machst. Jo, ich hätte dich auch wenn wir nicht derselben Meinung waren. Ja, jo. Ich hätte dich auf jeden Fall. Nice. Ciao.